Mit dem World Update 6 hinzugekommen ist auch der Fliegerhorst Büchel. Das ist bei Cochem an der Mosel, also Cochem Zell. Und das finde ich ganz, ganz gut, das so auch mal zu zeigen, weil das ist ja nun auch eine Produktion oder Entwicklung oder Darstellung, so wie sie jetzt von Microsoft Asobo direkt aus dem Entwicklerstudio kommt, ohne jetzt großartig eine Mod oder eine Scenery von einem User zu bemühen, also Custom Content, sondern so sieht das dann aus, wenn das aus dem Hause Microsoft Asobo kommt. Grundsätzlich finde ich es gut, dass sie die Militärbasen halt auch eingepflegt haben. Das Ganze ist natürlich von der Qualität her ja ein bisschen reduziert. Ich will nicht sagen stiefmütterlich behandelt, aber es ist halt auch nicht so wirklich großartig im Detail dargestellt. Das muss man ganz klar so sagen. Aber dennoch finde ich es gut, dass diese Militärbasen seitens Microsoft und Asobo eingefügt worden sind, weil sie sind halt nun mal auch ein Bestandteil dieser Scenery oder der Flughafenlandschaft in Deutschland. Und gerade wenn man hier halt mit solchen Flugzeugen wie mit dem Eufy oder mit der F-15 unterwegs ist, dann möchte man ja irgendwo auch auf dem Flughafen starten und landen können, der auch in einem Kontext dazu steht. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, jetzt hier Büchel ist ein Fliegerhorst, auf dem Panavia Tornado stationiert sind. Das wird sich natürlich irgendwann ändern. Also 2025 ist der Tornado ja raus. Dann sollen die Eufys die Rolle des Tornados übernehmen. Aber bislang ist es so, dass hier, glaube ich, noch keine Eurofighter stationiert sind, sondern wenn, dann nur Panavia Tornado. Aber das gibt's halt in Microsoft Flight Simulator, gibt's die Panavia Tornado ja nicht als Flugzeug, also als Freeware oder Payware, wie auch immer. Und ja, ist schade. Ich hätte schon sehr gerne, muss ich ehrlich sagen, aber wer weiß, ne? Im Laufe der Zeit wird wahrscheinlich auch irgendjemand eine Panavia Tornado bauen und sie halt zur Verfügung stellen, entweder zum Kaufen oder als Freeware, wie auch immer. Aber dann werde ich auch direkt zuschlagen, weil das schon ein Flugzeug ist, was mich sehr interessiert. Und wie gesagt, das wäre dann authentisch, die jetzt hier in den Büchel zu parken, aber ich finde es jetzt auch nicht so wichtig. Ich habe das halt jetzt hier mal mit dem Eurofighter Typhoon gemacht. Und ist auch schön zu sehen, so den jetzt einfach mal hier hinzustellen und zu parken und so. Und wie gesagt, ja, Büchel ist jetzt auch drin. Ist bei Cochem da in der Ecke, auch ja Mosel-Eifel-Region. Gut, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Movie. Bis dahin, tschüss.